Und du? Ich hab Hunger. Nicht drängeln, John. Irgendwelche Sonderwünsche? Nudelsuppe. Mach ich später. Was war das für ein Geräusch? Warum steht hier? Ja, das tut mir wirklich leid, ich schaffe wieder nicht nach Hause. Ich mach's wieder gut, versprochen. Wo bleibt das Essen? Ich komme. Nutelsuppe. Nutelsuppe. Deine Lieblingssuppe. Genau wie du sie magst. Und du? Isst du gar nichts? Später vielleicht. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. So spät noch? Ja, leider. Ich muss mich erst wieder einfinden. Ja. Was willst du heute lernen, John? Das Tennisball-Experiment. Fragment senden. Das ist ja auch überhaupt ganz normal, dass du das in der Hand lädst, ja? Scan abgeschlossen. Objekt-ID erkannt. Objekt erfolgreich gesendet. Und damit sind wir wieder in einer Erinnerung wahrscheinlich. Nachdem okay. Wir das dekodiert haben. Diese Daten verweisen auf West Plaza Tower 633. Das ist meine Wohnung. Vor 13 Jahren. Okay, wir sind wieder hier drin. Verflucht. Das ist es noch nicht. Auch noch nicht. Das ist es. Okay. Ja. Nein, das war der Treffer. Das ist es. Falscher Raum. Schade. So. Das ist es. Hier finden. Okay. Das kann nicht stimmen. Wo wohne ich denn jetzt? So. Das ist es nicht. Okay. Ich hab's. Das muss ich sofort hochladen. Okay. Dann mach das. Okay. So langsam kapiere ich dieses Spiel, aber Sinn ergibt es immer noch nicht. Daten von unbekannt. Kriege ich auch einen Namen da rein? Das ist völlig verrückt, aber mal sehen. Ja, schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir jetzt irgendwas in den Kopf. 2035. Und immer später.
Tracy? Komm, mach das aus. Gleich. Leben Aale nicht im Süßwasser? Ich bin auf dem Meer und da sind Aale im Wasser. Zumindest glaube ich, dass es Aale sind. Tobi und ich sind auf diesem Schiff. Langsam. Tobi, dein Assistent? Ja. Du spielst Neverland mit Tobi? Halt den Mund. Du spielst Neverland mit deinem Roboter? Tobi ist anpassungsfähig. Okay. Er ist bestimmt ein toller Peter Pan. Halt den Mund. Ja, gut. Versuchen. Neuro-Red hilft beim Abbau neuronaler Enhancers und beim Entzug von selbstbewusstseinsverändernden Substanzen. Dieses Medikament ist verschreibungspflichtig. Okay, sah so erst noch 2035 aus. Wird wahrscheinlich nichts werden. Vorladung. Aus Berlin. Wann hast du vor Gericht? In 2 Wochen. Also, falls du mal Geld brauchst. Warum soll ich Geld brauchen? Entschuldigung. Nein, sag ruhig. Naja, Verleumdungsklagen, Singleloft im Zentrum, du arbeitest kaum. Nicht, dass du irgendwann dein Tony Award versetzen musst. Pulitzerpreis. Und nein, ich brauche dein Geld nicht. Okay. Ich sorge für dich, klar? Ah ja? Ja. Du bist so altmodisch. Ja. Nochmal. Henning Klopp. Information Suit, ja. Wieso ist dann. Achso, sind uns abzusauber oder was? Na. Ein Tresor wäre auch irgendwie blödsinnig. Ich kann nicht abhauen, gut. Radio an, ne? Na, guck mal, wir renovieren hier gerade, bauen hier gerade ein. Echt? Ich habe das Fahrrad seit 2035, 13 Jahre. Er hat immer noch den Errorcode da drin. Was ist denn das? 13 Jahre den Errorcode. Okay, das ist. Oh. Wir waren noch voller Fitness hier, ja? Und. Okay. Fällt doch keiner aus. Gibt's hier wenigstens was Gutes? Chemische Zusammensetzung des Mankinds kann nicht ermittelt werden. Und hier in meinem Büro ist ein geklaut habe. My Life öffnen? Ernsthaft? Was bin ich? Hey, keine Pinwand. Hast du deine Medizin genommen? Ja. Und? Nein, noch nicht. Was denn jetzt? Ich will ja nicht nerven, aber du bist noch nicht über den Berg, Tracy. Kommst du überhaupt zum Arbeiten? Ich hab ja Walter. Der hält mir den Rücken frei.
Ist er nicht sauer, wenn er alles für dich machen muss? Na, ich glaube, er ist ganz froh, wenn ich mal nicht da bin. Ach. Nein, nein. Alles gut mit Walter. Er weiß ja, dass es mir wichtig ist. Ich meine, ja. Das hier. Das mit dir. Komm, mach doch mal das Ding aus. Ich bin süchtig. Nicht gerade ein Gegenargument. Na gut. Also, was darf ich bringen? Ich habe keinen Hunger. Du musst essen. Keine Widerrede. Ein Sandwich? Ja, ein Sandwich ist gut. Wie Sie wünschen, Madame. Dann mache ich ein Sandwich. Aale vertragen sowohl Salz als auch Süßwasser, sagte Cloud. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Heute Abend rufe ich mal deine Eltern an, okay? Oh Gott. Es muss sein, Tracy. Ich helfe dir, das ins Reine zu bringen. Und außerdem wollte ich mich mal vorstellen. Du meinst es richtig ernst, oder? Natürlich meine ich es ernst. Voilà, Madame. Frühstück ist fertig. Komm. Das ist wirklich süß von dir. Woher kennst du meinen Musikgeschmack? Warst du auf meiner MyLife-Seite? Okay. Nein, scheint so, als hätten wir denselben Geschmack. Lügner. Na, hör mal. Einfach nur Musik angemacht, die ich nie anhört. Und was ist das? Gehört das auch zum Frühstück? Ich kann's ja mal aufmachen. Soll ich? Okay. Ja, das ist immer geklärt, ja. Richard, der ist wunderschön. Willst du meine Frau werden, Tracy? Warum bist du denn jetzt auf dieses Ding geflattert? 2040, Berlin. Ich habe noch eine Idee. Wir könnten... Tracy, Liebes, wir haben schon alles. Hör auf, dich verrückt zu machen. Ich mach mich nicht verrückt. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Aber du sollst dich ausruhen. Ich bin 2 Wochen über Termin. Na eben. Wenn du so weitermachst... Dann was? Dann geht's los. Endlich. Ich könnte gut noch eine Nacht durchschlafen. Damit ist es jetzt vorbei. Jetzt brauche ich Schokolade. Schon unterwegs. Oder auch nicht. Küche. Das ist wieder ein Fahrrad. Kostenvoranschlag. Volksessen Repair Service. Oh, mir egal. Schokolade. Die Wehen. Oh shit. Das kommt mir alles so bekannt vor. Siehst du? Ich hab dir doch gleich gesagt. Ah, oh Gott, es geht los! Da! Die Fruchtblase? Ruf ein Cabin Car. Okay, okay. Ganz ruhig. Das ist alles ganz normal, hörst du? Ich bin ruhig. Ruf jetzt das Cabin Car. Ja, richtig. Sofort. Wer hier wohl nicht ruhig ist. Gut. Ist okay? Verdammt. Geht das nicht schneller? Was ist denn da los? Das, wird jetzt... Was? Warte mal, Anhalten! Ihr Cabin Car wurde angehalten. Die Temperatur wird angepasst. Was zur Hölle? Bitte öffnen Sie die Tür. Hier ist, wenn das Fahrzeug steht. Computer, halt sofort an! Sie können jetzt aussteigen. Ist das dein Ernst? Wir werden schneller! Alter! Richard? Computer, auf manuell umstellen!
soll ich machen? Halt dich fest! Das ist doch viel zu... Ich denke, es ist 2048 letzte Woche nicht. Vor 8 Jahren. Und... Was zum... Warum Sohn und... Hä? Das wird ja echt crazy gerade. Aber er hat doch Sohn in Erinnerung und sie hat Spieluhr, das erinnere ich mich noch. Okay. Das ist jetzt aber echt verwirrend. Dieser Unfall, das war mein Unfall. Was machst du da? John, nichts, ich war eingenickt. Du hast gemurmelt im Schlaf. Warst du die ganze Zeit hier? Brauchst du irgendwas? Nein. Na dann zurück ins Bett. Ich kann nicht schlafen. Augenblick, ich komm gleich. Ja, ich muss hier kurz klarkommen. Ich hab dir neue Daten hochgeladen. Hast du sie gefunden? Das ist kein guter Zeitpunkt. Ich bin gerade nicht allein. Du glaubst mir immer noch nicht, oder? Ich muss darüber nachdenken. Aber es ist wichtig. Mein Sohn ist wichtig. Ja, Richards Sohn, den Unfall überlebt. Richards Sohn und mein Unfall nahezu identisch. Kommst du am Sonntag mit zur großen Enthüllung? Wenn deine Eltern es erlauben. Ich erlaub's. Sally, bei meinem Unfall, war da jemand mit mir im Auto? Sie waren allein im Auto, Mr. Newman. Nein, ich erinnere mich. Sie waren allein. So steht es im Bericht. Im Bericht? Ja. Bist du jetzt nicht die Nanny, die neu ist? Egal. Übrigens, Sally, du kannst mich ruhig Adam nennen. Du gehörst ja jetzt zur Familie. Danke, das ist sehr freundlich, Adam. Okay, das war ein Achievement. Was hast du gemacht? Du warst so lange in deinem Zimmer. Nichts. Ich habe gearbeitet. Gute Nacht, John. Aber ich bin nicht müde. Das haben wir gleich. Keine Sorge. Das haben wir gleich. Sally bleiben? Okay. Wenn du das möchtest, dann kann sie bleiben. Ich mag sie. Na schön. Müde? Nein, es gibt keinen Zusammenhang. Wo? In mir. Hat Dr. Sykes das gesagt? Ich sage das. Versprich mir, dass du niemals stirbst. Okay. Versprochen. Halte dich dran. Versprochen. Sieh mal, so ein Unfall geschieht nur ganz, ganz selten.
Nein, er geschieht niemals. Nicht einfach so. Nicht in City 5. Nicht in City 5. Na gut. Und jetzt schlaf. Ich hab schon in der Klinik den ganzen Tag geschlafen. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Was meinst du? Warst du auf der anderen Seite? Nach dem Unfall? Warst du tot? John. Verdammt. Wer ruft da an? Niemand, den du kennst. Willst du nicht rangehen? Ich ruf gleich zurück. Entschuldige, was hattest du gefragt? Nichts. Gut, dann schlaf jetzt. Morgen früh geht es wieder zu Dr. Sykes. Adam, was geschieht mit mir, wenn ich alle Probleme gelöst habe? Die Gefahr besteht so... Dann löst du dich auf. John? Er schläft. Okay.